Ja, guten Tag zusammen. Begrüße Sie, begrüße euch zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel zwischen dem Halleschen FC und den Gästen vom SVW in Wiesbaden. Bei der Trainer am Platz genommen, wie immer, hat der Gast das erste Wort. Rüdiger Rehm, Ihr Statement bitte. Ja, Glückwunsch an den Halleschen FC. Es war ein verdienter Sieg, weil das Spiel natürlich auch total gegen uns gelaufen ist. Wir hatten im Vorfeld schon diese Problematik in der Innenverteidigung mit Sascha Mockenhaupt, der uns aus dem Pokalspiel her ausgefallen ist. Dann gab es nach 10 Minuten oder nach 7 Minuten, glaube ich, diesen Zusammenprall mit Florian Carstens, der mit Nasenbeinbruch auch runtergehen musste. Das heißt, unsere eigentliche Stamminnenverteidigung der letzten Wochen ist dann auseinandergebrochen, war nicht mehr da, war nicht mehr auf dem Platz. Und dann die Offensivreihe von Halle aufzuhalten, sicherlich nicht ganz so einfach. Ja, das war mir auch klar. Und dann kam der Doppelschlag noch dazu. Und in dem Moment wird es natürlich doppelt schwer und richtig schwer, und das haben die Hallenser dann auch ausgenutzt. Wir konnten sie nicht aufhalten, was die Offensive angeht. Wir konnten die Offensive der Hallenser nicht stoppen, und meine Jungs haben versucht alles. Wir haben, wie gesagt, sehr, sehr viele Spiele jetzt auch wieder in den letzten Wochen gehabt. Das Pokalspiel noch unter der Woche, was auch sehr, sehr wichtig war. Die Jungs pfeifen alle aus dem letzten Loch, ja, sowohl unsere Mannschaft als auch alle anderen. Und wenn die dann natürlich noch wichtige Spieler wegbrechen, dann wird es schon eng. Und das war heute so, das müssen wir einfach in Kauf nehmen. Wir konnten uns nicht wehren. Natürlich hätte man mit dem 1-2 noch nach der Halbzeit noch mal ein bisschen offeneres Spiel gestalten können. Aber durch das 3-0 in der 60. war dann im Endeffekt das Thema gelaufen. Da mussten wir gucken, dass wir noch gut wegkommen, und haben dann noch mal eins gekriegt. Und von daher, es war ein verdienter Sieg. Wir konnten, wie gesagt, insgesamt nicht dagegenhalten, aber da gab es unterschiedliche Gründe dafür. Und deswegen Glückwunsch an Halle und alles Gute für den letzten Spieltag. Ja, vielen Dank, Rüdiger Rehm. Ich übergebe das Wort an Florian Schnorrenberg. Ja, guten Tag zusammen, Rüdiger, vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, wir wussten, Treffen auf ein Top-Team in der Liga. Ja, klar war die Woche noch das Pokalspiel, aber trotzdem war der Respekt auch groß. Ich denke, wir haben dann in ein, zwei Situationen schon verpasst, vielleicht vorher in Führung zu gehen. Michael Eberbein macht eigentlich dann den schwereren Ball rein. Haben dann aber bei 2-0 Führung einfach gesehen, die große Qualität, die WN Wiesbaden hat. Bei Ballverlust in den Halbpositionen, wenn wir geöffnet sind, wie schnell sie umschalten können. Dann kann ein 2-1 immer einen neuen Spielverlauf bedeuten. Von daher bin ich froh, dass wir auch dann mit dem 2-0 ja, in die Halbzeit gehen konnten. Die eine oder andere Situation, wenn unsere Passqualität im letzten Drittel ein bisschen besser gewesen wäre, hätte man dann auch noch ausspielen können. Dann standen wir fast einen Tick zu tief, war klar, dass der Gegner nochmal alles reinschmeißt, um zurückzukommen. Da war auch Tim Schreiber direkt auf dem Posten und hält uns da die Null. Und dritte und vierte Tor, damit war dann das Spiel in unsere Richtung entschieden. Schade, sehr, sehr schade, kleiner Wermutstropfen für heute, weil der Niklas Kastenhofer in der Situation dann die rote Karte noch sieht, weil der Junge es richtig gut gemacht hat. Und überhaupt Kompliment an die ganze Mannschaft. Der ein oder andere, der hat lange warten müssen auf Minuten. Und das ist immer dann einfacher, wenn so ein bisschen Druck oder Stress weg ist. Und haben die Jungs heute wirklich sehr, sehr gut gemacht, und deswegen schließe ich mich an, sehr verdienter Sieg für uns. Rüdiger, dir und deiner Mannschaft alles Gute, gute Heimfahrt und dann natürlich ein hochinteressantes Pokalfinale. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Florian Schnorrenberg. Es gibt, soweit ich weiß, keine Fragen von der Presse. Ich habe ausnahmsweise mal trotzdem eine Frage an unseren Trainer. Die Dagi wurde heute verabschiedet, sowohl im Stadion als auch in der Kabine eben gerade. Vielleicht noch ein Wort zu ihr. Wie war es emotional? Ja, war sehr, sehr, sehr emotional. Dagi ist die gute Seele. Ja, ist mal schroff, mal lieb, aber ist natürlich für jeden immer da. Und hatten sie auch vor dem Spiel im Kreis und war nach 17 Jahren heute ihr letztes Heimspiel, und dann kamen ihr sofort die Tränen. Von daher ist natürlich sehr, sehr schön, dass wir sie ja dann auch mit einem Sieg verabschieden konnten. Und wir sind aber auch froh, dass sie jetzt die nächsten 2 Wochen noch bei uns ist. Ja, und glaube, dass jeder in dem Team unten auch, weil da ist jeder besonders. Ja, und wir haben immer zusammengehalten, auch in den ganzen Wochen, wo die Ergebnisse so ein bisschen ausgeblieben sind. Und deswegen freuen wir uns für sie natürlich dann nochmal mehr. Ja, schönes Schlusswort, denn vielen Dank. Schönes Restwochenende den Gästen aus Wiesbaden. Eine gute Heimreise und dann bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.